ständige Abgeschlagenheit, Müdigkeit, aber auch Muskelknochenschmerzen und sogar häufige Infekte, Bluthochdruck und Insulinresistenz können eine gemeinsame Ursache haben, die chronische Entzündungsreaktion, auch Inflammation genannt. Und diese chronische Entzündungsreaktion, die nagt an der Gesundheit und schädigt den Organismus über eine kontinuierliche Zellschädigung. Tag für Tag. Und sie ist die Hauptursache für viele schwere Folgeerkrankungen. Und daher gilt es, das Problem Inflammation an der Wurzel zu packen. Aber zunächst müssen wir mal verstehen, was da im Körper überhaupt abläuft. Inflammation ist eine Entzündung. Eine Entzündung ist eine sinnvolle Reaktion eures Körpers auf eine akute Schädigung. Bei einer Infektion werden Eindringlinge durch die Entzündungsreaktion unschädlich gemacht. Aber auch bei Gewebeschäden oder Verletzungen, zum Beispiel wenn man sich schneidet, werden über die Entzündungsreaktion Reparaturprozesse eingeleitet. Und das erfolgt insbesondere über Immunzellen und deren spezielle chemische Stoffe. Hitze, Rötung und Schmerz, das macht so eine akute Entzündung aus. Denn beim Vernichten von Schadstoffen, Bakterien oder Viren gibt es auch Kollateralschäden. Und eigene Körperzellen gehen auch an dieser Entzündungsreaktion zugrunde. Das ist eben der Preis für die Heilung. Dafür ist danach aber hoffentlich Ruhe und alles wieder repariert. Denkt einfach, wie sich das anfühlt, wenn ihr euch mit einem Brotmesser schneidet oder wenn ihr einen grippalen Infekt mit Halsschmerzen habt. Heilung dauert und tut auch ein bisschen weh. Aber was ist jetzt, wenn die Heilung nie wirklich eintritt, wenn der Entzündungsprozess nie aufhört? Nur ist die Flamme eben so klein, dass ihr es kaum merkt. Was ihr aber merkt, ist, dass es euch nicht so richtig gut geht. Da die Flamme so niedrig brennt, könnt ihr es aber nicht richtig zuordnen. Und das ist die chronische Inflammation, eine ständige, geringgradige Entzündungsreaktion im eigenen Körper. Wir haben ja gesehen, die Entzündung ist eben manchmal einfach nur Pech. Also ihr schneidet euch oder steckt euch mit einem Virus an. Aber was ist jetzt mit der chronischen Inflammation? Es gibt hierfür viele unterschiedliche Gründe. Ich schlage aber jetzt erstmal eine ganz einfache Unterteilung vor. Was hat etwas mit meinem eigenen Lebensstil zu tun und was nicht? Die Frage ist ja, was kann ich selber massiv positiv beeinflussen, um diese Entzündungsreaktion wieder loszuwerden? Was kann ich ändern? Der erste ist das Übergewicht. Das Fettgewebe ist eben nicht nur ein Öltank, es ist ein sehr, sehr aktives Gewebe. Über Botenstoffe, speziellen Hormonen, den sogenannten Adipokinen, steht es in Verbindung zum Rest des Körpers. Insbesondere das Bauchfett, das viszerale Fettgewebe, sendet ganz besonders schädliche Botenstoffe aus. Es produziert aber auch direkt Entzündungsstoffe. Und gerade das Bauchfett ist in diesem negativen Sinn also besonders aktiv und trägt zu der chronischen Entzündung bei. Das Fett selber aber hat einen für deinen Körper giftigen, entzündungstreibenden Effekt. Man nennt das Lipotoxizität. Das frei im Blut umherschwimmende Fett gelangt in die Zellen und richtet dort Schaden an. Zu viel Körperfett ist Gift. Und wenn man sich vor Augen hält, dass das über 50% der Deutschen betrifft, weil die übergewichtig sind, dann ist das Übergewicht der Haupttreiber für die chronische Entzündung. Und warum bekommen jetzt Übergewichtige häufiger Diabetes? Die chronische Entzündungsreaktion, die führt dazu, dass Insulin nicht mehr richtig in der Zelle wirken kann. Und warum haben Übergewichtige häufiger Schmerzen, Depressionen, Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Schlaganfälle und so weiter? Auch das hängt unter anderem mit der chronischen Entzündung zusammen. Und wenn bei euch die chronische Entzündung ein Problem ist und ihr Übergewicht habt, dann macht euch einen Plan und nehmt in kleinen Schritten nach und nach an Fettmasse ab und am besten baut direkt noch Muskelmasse auf. Zu wenig Sexualhormone. Ja, in der Jugend ist die Welt noch in Ordnung, sollte es zumindest. Da sprudeln auch die Sexualhormone. Bei Männern das Testosteron und bei Frauen das Östrogen. Die Sexualhormone haben neben anderen Effekten auch einen schützenden Effekt vor chronischer Entzündung. Und mit dem Alter sinken diese Hormone aber leider kontinuierlich ein bisschen ab. Bei uns Männern etwa ab dem 30. Lebensjahr nach und nach immer ein bisschen und dann ab dem 50. Lebensjahr beschleunigt sich der Abbau deutlich. Bei Frauen fällt das Östrogen dann in der Menopause ganz drastisch ab. Ich möchte jetzt hier gar nicht auf eine Hormonersatztherapie eingehen, das sprengt den Rahmen des Videos, aber zumindest für Männer gilt, Übergewicht, zu viel Alkohol und zu viel Stress senken die Testosteronspiegel erheblich. Zu viel Körperfett und Alkohol führen zu einer Umwandlung von Testosteron zu Östrogen. Das kann bei einigen sogar zu einer weiblichen Brustbildung führen, der sogenannten Gynäkomastie.
täglich Öl ins Feuer gießen über die Ernährung. In Bezug auf die Ernährung gibt es drei wichtige Faktoren. Erstens, was esse ich, das direkt die Entzündungsreaktionen befeuert? Denn Nahrungsmittel sind chemische Stoffe, die auf euren Körper einwirken. Entzündungsfördernde Nahrungsmittel sind vor allem verarbeitete Fleischprodukte wie Wurstwaren, Transfettsäuren im Frittierten, zuckerhaltige Produkte und auch die reinen Weißmehlprodukte. Also die ganzen Zucker-Fettmischungen und die gesüßten Getränke, die Zuckerlösungen. Diese Nahrungsmittel sollten eigentlich die Ausnahme sein. Man kann sich mal gehen lassen, aber Pommes, Burger, Fertigpizza und Salami gehören eben nicht täglich auf den Teller. Sie fördern die Inflammation. Und zweitens die Kalorienmenge an sich, die dazu führt, dass man Übergewicht bekommt. Wer über einen langen Zeitraum dauerhaft mehr Kalorien zu sich nimmt, als er verbraucht, lagert Fett ein. Und das Fett kommt ja nicht über Nacht, sondern über Monate und Jahre. 7.500 Kilokalorien Brennwert hat ungefähr 1 Kilogramm Fettgewebe. Rauf geht das ziemlich schnell, runter leider nur langsam. Und auch eine Ernährung aus gesunden Zutaten kann ungesund sein, wenn es einfach viel zu viele Kalorien sind. Bitte auch daran denken. Wenn Entzündung ein Problem ist, macht euch einen Plan und nehmt nach und nach an. Und drittens, was ich eben nicht esse, Nahrung, die nämlich vor Entzündung schützt. Leben ist Stoffwechsel und dazu gehört die Atmung, also die Oxidation. Und selbst wenn man gesund lebt, produziert man ständig freie Radikale, die die Körperzellen schädigen können. Das ist ganz normal. Normal wäre aber auch Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die den Körper mit Antioxidantien versorgen und so vor Zellschäden schützen. Und hier spielen die Pflanzen die Hauptrolle. Das Stichwort ist alles, was sattgrün ist oder eben richtig bunt. Brokkoli, Spinat, Grünkohl, Beeren, Obst. Aber gerade auch in Gewürzen und auch im Kaffee und im Tee sind solche entzündungshemmenden Stoffe in großen Mengen enthalten. Diese Nahrungsmittel solltet ihr täglich mehrfach zu euch nehmen. Die Schlafstörungen und den chronischen Stress. Denn der schlechte Schlaf und der chronische Stress führen zu einer Aktivierung der Stresshormonachse. Die Stresshormone dienen der Kampf- oder Fluchtreaktion. Sie bereiten auf eine Körperschädigung vor. Die Blutgerinnung wird gesteigert und auch die Entzündungsreaktion eben in Erwartung einer Verletzung bei Kampf oder Flucht. Eine Steuererklärung oder Mobbing bei der Arbeit sind in unserem Bauplan als Grund für eine Gerinnungsreaktion aber nicht vorgesehen. Wenn Entzündung für euch ein Problem ist, achtet auf einen ausreichenden und erholsamen Schlaf und versucht, den Stress zu reduzieren. Und dann haben wir auch noch den Bewegungsmangel. Denn das Fettgewebe produziert ja, wie wir gesehen haben, überwiegend für uns schädliche Botenstoffe. Im Muskel passiert aber genau das Gegenteil. Muskeln, die auch regelmäßig und in ausreichender Intensität benutzt, schütten entzündungshemmende Botenstoffe aus, die sogenannten Myokine. Wenn die jetzt wegfallen, weil ihr euch nicht ausreichend bewegt, dann ist es so, als ob die Feuerwehr nicht mehr rauskommt, wenn es brennt. Muskelmasse schützt euch vor Entzündung. Mit jedem tiefen Zug saugt ihr mehrere tausend unterschiedliche Chemikalien in eure Blutbahn hinein und nach wenigen Herzschlägen sind die in allen Körperzellen angekommen und müssen entsorgt werden. Und wie geht das? Über eine Entzündungsreaktion. Hier gibt's also nicht viel zu sagen. Wenn ihr raucht, hört einfach damit auf und dabei hilft eben nur ein eiserner Wille. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Meine Gene zum Beispiel, die kann ich aber nicht ändern. Auch wenn ich zum Beispiel bereits unter einer Autoimmunerkrankung wie einer multiplen Sklerose oder Rheuma leide, dann ist das jetzt erstmal so. Aber ich kann natürlich versuchen, das Beste daraus zu machen. Doch werden die wenigsten ihren Wohnort nach ihrer Gesundheit aussuchen können. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich in einer Stadt mit einer hohen Feinstaubbelastung lebe oder irgendwo in der gesunden Natur, wo es aber vielleicht keine Jobs gibt. Aber egal wie alt wir sind, wo wir leben und welche Gene wir im Leben abbekommen haben und welche Grunderkrankung wir haben, gegen die Inflammation können wir etwas tun. Versucht, eure individuellen Probleme anzugehen. Wenn ihr die Inflammation reduziert, senkt ihr euer Risiko, chronische Erkrankungen wie Diabetes, Demenz, Herzschwäche, Hirnschäden, Depressionen und viele andere zu bekommen, dramatisch. Und auch wenn ihr bereits erkrankt seid, zum Beispiel wenn ihr eine Autoimmunerkrankung habt, dann holt das Beste aus euch heraus, wenn ihr die chronische Inflammation ordentlich managt. Ihr könnt direkt mit dem Kraftsport anfangen, eure Muskelmasse damit aufbauen und die Entzündung abbauen. Wie ihr das als Anfänger am besten anstellt, das seht ihr hier. Macht's gut und bleibt gesund.